Theaterstück sitzen alle hinten und die Techniker und die Regie und das gibt es bei uns halt nicht. Es läuft keiner mit, keiner kriegt das Stück mit und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob wir das erwähnen wollen, Philipp, in der Webserie. Okay, okay, pass auf, ich mach mal an. Also das ist die 21. Jawohl. Und jetzt kommt die 22. Das werden wir gleich feststellen. Legen Sie sich bitte hin. Das ist gut. Gibt es aber nochmal die 12 zum Übersteuergucken? Die Arduinos sind immer noch draußen, ja. Weil um jetzt schon zu beurteilen, wofür Mathe ja hier auch rumhängt, bräuchten wir das Radio schon. Okay, dann mache ich das Arduino-Board fürs Radio an. Einzeltechnik ist bei uns ja Mitspieler. Ja, das Radio sendet die Signale, beziehungsweise das Radio sendet die Signale nicht, sondern das Arduino-Board, was im Radio verbaut ist. Okay. Also der Mikrocontroller. Okay. Der sendet dann und den habt ihr auch. Da liegt einer zum Beispiel. Da ist hier vorne, ne? Da vorne ist das kleine. Okay, und den habt ihr, das war das, wo ihr die technischen Geräte gehackt habt, den einzubauen? Genau. Das sind Mikrocontroller, an die man bestimmte elektronische Geräte anschließen kann, wie ein Telefon oder ein Radio, und eben sozusagen die Bedienung des Radios oder des Telefons eben abgreifen kann und digitalisieren kann. Und dadurch kann eben sozusagen das Radio dann innerhalb unseres Patches bestimmte Dinge auslösen, weil wir genau wissen, welcher Knopf gedrückt wird vom Zuschauer am Radio. Also hier ist die Möglichkeit, können wir das Arduino-Board öffnen und können dann sehen, welche Frequenz ist am Radio eingestellt, welche Knöpfe sind gedrückt und daraufhin sozusagen auch Rätsel konzipieren. Es sind die 100% des normalen Stückes vorprogrammiert und möglichst viele Sicherheitsfälle, wenn die uns eingefallen sind, was, wenn das und das und das passiert. Das ist die Programmebene, sage ich mal so, und das wäre jetzt die Bedienebene. Hier könnte man jetzt sozusagen immer die einzelnen Werte einstellen, die man braucht, also die entsprechende Lichtstimmung, den entsprechenden Soundcue, den man schickt, also die entsprechende MIDI-Note. Und dann, welcher Performer oder welches Gerät gerade bedienen darf das Ganze. Und dann stellt man das ein, speichert es ab und hat dann eine XML-Datei, die wir hier sozusagen visualisieren können, in der genau diese Werte alle drinstehen und dann eben sozusagen bei der Aufführung nacheinander abgerufen werden. Und die 13. Machst du den mal kurz auf voll? Nur kurz? Der ist auf voll. Wir überprüfen Licht und Sound. Ihr geht quasi das Spiel jetzt einmal durch und guckt, ob die Technik funktioniert. Ja. Und man braucht immer ein bisschen Zeit. Ich verstehe überhaupt nichts meistens. Ich mache das einfach. Was noch ein Stück weiter? Ich habe aber wirklich einiges verstanden nochmal wieder vorhin. Ja, wir erklären es auch gerne dran.